Da ist einfach meine Katze reingelaufen, ne? Die Tür ist da drin so ein bisschen, ne? Ich schicke die demnächst dann zurück. Zu Concrete Wave. Mal gucken, was die mit dir machen. Hey, meine lieben Cubies, und willkommen zum zweiten Q-Vlog. Ich bin gerade wach um eine Uhrzeit, die sich 8.10 Uhr nennt. Das ist total untypisch für mich. Also normalerweise findet man einen Cube um so eine Uhrzeit nie außerhalb vom Bett, außer der Schule. Oder es geht Snowboarden. Da muss ich auch noch früh aufstehen. Die Problematik ist bloß, dass ich gestern trotzdem so um 2.30 Uhr schlafen gegangen bin. Und somit habe ich nun 5 Stunden Schlaf. Das ist verdammt wenig. Vor allem, weil ich mehr Schlaf brauche, weil ich so ein Schlafmensch bin. Aber was man für Snowboard nicht alles tut, ich trinke jetzt hier nochmal einen schönen Kaffee. So. Und jetzt würde ich sagen, ich nehme mich jetzt einfach mit zur Snowboard-Tour. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin noch richtig verplant, weil ich so müde bin. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man das ja. Mensch, ich bin das, dass ich irgendwie stark müde bin. Vielleicht sind meine Augenringe größer als sonst, auch wenn es fast gar nicht mehr geht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Mit Helm und allem. Wenn ich snowboarden gehe, bis dann. So, ich bin jetzt hier beim coolen Skilift. Ihr könnt jetzt mal die Aussicht genießen. Wir fahren jetzt in, ich weiß nicht, siehst du das? In so einen Nebel rein. Also, ich habe richtig Angst, ey. Fuck. Boah, hier schon wieder so ein Nebel, ey. Ich krieg wieder richtig Angst, ey. Nein, Spaß. Ich würde sagen, dass es nicht so interessant ist, wie ich hier Skilift fahre. Sehen wir uns gleich auf der Piste wieder und dann mal gucken, was ich so kann. Also da werdet ihr sehen, wie scheiße ich Snowboard fahre, und dann, ja, also wie soll ich sagen, bis gleich. So, ich bin jetzt gerade auf der Piste, ich fahre hier gerade schön. Es ist ziemlich schwer zu fahren und gleichzeitig zu filmen, also das ist hier eine Kunst. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ich werde das nicht oft machen. Moment. Ich werde das nicht oft machen, weil es halt ziemlich schwer ist. Und deswegen würde ich sagen, Leute, hier ist ein Snowboard übrigens. Moment, hier. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt einfach so ein paar Clips ein, die ich zusammengeschnitten habe, wie ich mit Snowboards fahre, wo es ein bisschen kontrollierter und besser gefilmt ist und ich mich nicht so darauf konzentrieren muss, hier zu fahren und gleichzeitig die Kamera zu halten. Momentan geht's ja, weil es halt eine eher gerade Piste ist. Aber das kann sich ganz schnell ändern, sobald bergab geht, was da vorne der Fall ist. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann. Wir sehen uns wieder. Ich würde sagen, hier spiele ich einfach so ein paar Clips ein, dann passt das. Also viel Spaß! So, also ich bin jetzt wieder daheim. Werde ich im Snowboard fahren. Und ich bin so müde, ey. Ich habe ja heute nur 5 Stunden geschlafen und Leute, ich liege jetzt einfach in meinem Bett und schlafe jetzt einfach nochmal 1-2 Stunden und dann, oh, ich hoffe einfach mal, dass es mir dann besser geht, weil ich bin echt so dermaßen müde. Ich fühle mich, dass ich überhaupt nicht geschlafen. Und ja, ich würde sagen, ich lege mich jetzt einfach nochmal pennen und wir sehen uns dann. Na, mal sehen wir uns wieder. Wenn ich wieder irgendwas mache, wenn ich wieder irgendwas aufnehme, dann sehen wir uns wieder. Also bis dahin. So, meine lieben Cubies, ich bin jetzt wieder wach. Beziehungsweise sind jetzt schon 2 Tage vergangen. Oder nur ein Tag? 2 Tage sind vergangen.
Und ich werde jetzt gleich wieder snowboarden gehen. Letztes Mal waren es ja ein bisschen wenig Ausschnitte, die ich gezeigt habe. Das lag an dem Grund, ich habe gedacht, ich habe so viel gefilmt, dann konnte ich so wenig davon verwenden. Und ich versuche heute besser zu filmen und mehr. Falls nicht, tut es mir leid. Aber ich habe mich wegen was ganz anderem hier geholt. Und zwar habe ich gerade. Moment, Moment, man muss es jetzt sehen. So, hier, ne? Ein richtig, richtig schönes Paket bekommen. Ja, und vielleicht seht ihr es ja schon von hier Concrete Wave. Vielleicht wissen ja einige Interessierte, was das sein könnte. Denn es hat mir nämlich was bestellt und das packe ich mal mit euch zusammen hier aus. Deswegen, Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich hier erstmal Platz machen. Ja, jetzt mache ich hier kurz einen Schnitt rein und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt, ja, jetzt packen wir das Ding hier aus. Ich habe nämlich was bestellt, ich habe es bekommen nach 4 Versuchen oder so. Packen wir das ganze Ding jetzt mal aus, ja. So, ihr seht schon, ihr seht es nicht, jetzt seht ihr es. Es ist ein Board. Und zwar, ihr seht es sogar schon, weil meine Kamera so cool ausgerichtet von unten, ich sehe es gar nicht. Und zwar ist es das coole Spiekenboard. Also, wow, ich bin so gerade geflasht, dass ich das Ding jetzt echt habe, dass ich es jetzt in meinem Besitz habe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe 4 Versuche gebraucht, also ich habe ohne Scheiß 4 Versuche gebraucht, bis ich das Ding gehabt habe. Da ist schon meine Cat. Es ist. Guck mal, guck mal, wie süß. Jetzt läuft das Bild. Ja, die interessiert sich gerade, was ich hier Neues bekommen habe. Auf jeden Fall, ich habe 4 Versuche gebraucht, bis ich das Ding bekommen habe. Es war immer direkt ausverkauft. Jetzt habe ich es endlich. Endlich habe ich es jetzt und ich bin so froh. Und das Blöde ist, ich kann mit dem Ding jetzt erstmal nicht fahren, bis Sommer ist, also beziehungsweise Frühling. Denn wenn Schnee liegt, geht Longboard fahren halt nicht ganz so geil. Zumindest halt bei uns. Und ich muss es mit dem Ding warten, bis ich richtig damit fahren kann, bis Frühling ist. Aber allein, dass ich es jetzt schon habe, ist. Ich bin so froh, Leute, dass ich jetzt dieses Spielkindboard habe. Und ja, wer nicht weiß, was ich meine, ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung. Das ist ein Board von dem lieben Dena, der hat es extra selber erstellt. Ich wollte es jetzt nicht haben, weil es jetzt direkt von ihm ist. By the way, ich wollte es viel mehr haben, weil ich es ganz cool fand vom Design, beziehungsweise es war gedroppt und es war nicht so teuer. Und deswegen wollte ich es unbedingt haben. Und jetzt habe ich es. Ich packe es jetzt hier mal komplett aus. Moment, Moment, Moment. So, hier, weg damit. Jetzt habe ich das Ding hier. Ich probiere es jetzt gleich mal aus in der Wohnung, so ein bisschen hin und her fahren, aber das braucht euch ja nicht zu so interessieren. Ja, ihr könnt es euch auf jeden Fall auch mal gerne anschauen auf der Website von Concrete Wave. Sehr cooler Shop auf jeden Fall. Und falls ihr kein Longboard fahrt, dann war das jetzt komplett sinnlos für euch, das hier anzugucken. Diesen kleinen Clip hier, weil es euch wahrscheinlich null interessiert. Also wenn ich nicht für Longboarden interessiert, würde ich jetzt dieser kleine Ausschnitt, den ich euch gezeigt habe, wie ich das Ding hier ausgepackt habe, auch nicht interessieren. Aber ja, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim Snowboarden, diesmal auf einem anderen Berg. Ich hoffe, ich filme mehr und filme besser. Und ja, ich kann es hier nochmal das coole Design zeigen vom Spielkindboard. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder beim. Ja, was macht meine Katze da? Ja, Moment. Sieht man hier? Ja, sieht man da. Ja, jetzt hört sie auf, ne? Jetzt hört sie wieder auf damit. Ja, also ich würde sagen, falls euch mehr für das Board interessiert übrigens, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich beim nächsten Q-Vlog gerne mal so ein kleines Review, wie ich es finde. Also ein bisschen, ich fahre jetzt ein bisschen damit rum, jetzt nicht viel, aber ein bisschen, wie ich es finde, das ganze Board. Und falls euch das interessiert, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich da nächstes Mal so ein Review. Oder sagt ein bisschen was dazu zumindest. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Snowboarden wieder. Bis gleich! So, ich bin hier nochmal und zwar ist gerade was richtig Lustiges passiert. Das muss ich euch jetzt einmal zeigen, das ist so süß. Und zwar habe ich ja hier meinen schönen Karton von Concrete Wave stehen. Und ja, da hat sich jemand gedacht, er möchte wohl dahin. Denn, wenn ich hier mal reinschaue, ich weiß nicht, ob man das sieht. Und sieht man das? Ja, das sieht man. Da ist einfach meine Katze reingelaufen. Ne? Die chillt jetzt da drin so ein bisschen. Ne? Ja, ich schicke die demnächst dann zurück zu Concrete Wave. Mal gucken, was die mit der machen. Ja, ich sage, wir machen das mal zu. So.
So, jetzt würde ich sagen, auf zur Post, oder? Ich meine, die wollen wieder zurückgeschickt werden. Spaß! So, mal gucken. Was raus? Nö, nee, jetzt will ich auch nicht raus, ne? Naja, egal, wir sehen uns jetzt gleich beim Snowboarden. Also, bis gleich! So, ihr seht schon die Piste. Mich seht ihr gerade nicht, weil ich hinter der Kamera bin. Das ist der Berg. Und ihr seht ihn nur halb. Moment. Ich glaube, meine Kamera reicht gar nicht so weit. Scheiß drauf. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Da seht ihr mich dann auch, wenn ich wieder am Berg bin. Das heißt, bis gleich. So, also ich bin jetzt hier oben auf dem Berg, gerade vom Skilift da hinten. Und ja, die Sache ist die, ich habe mir so gedacht, ich filme jetzt, mache das so ähnlich wie letztes Mal, nur filme einfach mehr, um euch mehr Videomaterial zu bieten. Die Sache ist halt, dass, wie soll ich es erklären, der Berg ist halt, naja, ich habe gedacht, hier ist so ein Funpark, das wäre gut gewesen für so Tricks-Mix-Ding. Aber der ist nicht da, der ist irgendwie nicht da, die haben dieses Jahr nicht aufgebaut und deswegen kann ich ja echt scheiße schlecht filmen. Und sehr wenig und deswegen tut es mir leid, ich meine, naja, ihr erwartet ja hier nicht, dass es hier das Snowboard-Profi-Video wird und so. Ich meine, es ist ein ganz normaler Q-Vlog, Leute, ja. Diese drei Clips, die ich euch da gezeigt habe von dem letzten Berg, die müssen euch genügen. Also jetzt kann ich euch nur so noch ein bisschen mitnehmen. Beziehungsweise das mitnehmen. Ich will jetzt auch nicht so filmen und fahren, weil ich habe halt die Angst, dass mir die Kamera runterfällt und dann ist die im Arsch. Und dann kommen wir nie wieder Q-Vlogs. Und das wäre halt auch nicht so toll, ne? Ja, deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich filme jetzt hier so noch so ein bisschen die Umgebung. Ich zeige euch hier mal so ein bisschen, wie das aussieht. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich daheim bin. Bis. Also, jetzt seht ihr so ein paar Clips, wie es hier aussieht, wenn ich genug Videomaterial finde. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder, wenn ich daheim bin. Bis gleich. So, ich bin jetzt wieder daheim und ja, ich schneide hier gerade den Q-Vlog, man sieht's hier. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sorry, dass ich nicht so viel beim Snowboard fahren filmen konnte, aber es ist halt nicht so leicht, Leute, und das Prinzip ist, euch ja einfach mitzunehmen. Und ich glaube, es hat schon mehr oder weniger gepasst. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst einen Like da. Sorry, dass es jetzt nicht so ein mega Video wie beim ersten Mal war. Ja, okay, was heißt sorry? Ich hoffe mal, ihr erwartet jetzt nicht immer so ein Video. Aber, ja, also das Prinzip des Q-Vlogs ist ja einfach, euch mitzunehmen und jetzt nicht so immer so mega Videos wie beim ersten Mal hinzuklatschen. Aber das wird auch öfter mal kommen, dass ich mal wieder sowas mega Lustiges einbaue. Wie Freitag der 13. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, das morgen kommt. Bis dahin. Ciao, meine lieben Cubies.